Oktober 2019. Ein besonderes Ereignis wirft seine Schatten voraus. 13302 ist auf dem Weg von Rapperswil nach Erstfeld. Durchfahrt in Cham. In Rotkreuz wird auf das Oltener Krokodil 14305 gewartet. Zeit für Arbeiten am Triebwerk. Die Lager werden auf Erwärmung kontrolliert und abgeölt. Mit etwas Verspätung ist der Zug aus Olten eingetroffen. Die alten Maschinen werden vereint und machen sich auf den Weg. Eine E-Lok der Reihe 420 muss Vorspann leisten, da die Strecke nach Erstfeld mit dem neuen Signalsystem ETCS ausgestattet ist. Den alten Damen hat man die Nachrüstung nicht mehr zugemutet. Durchfahrt in Flühlen. Der Überführungszug ist in Erstfeld angekommen. Fast ohne Halt rollt die Fuhre in die Depothalle. Thank you.
Hinter der 420 rollt 14305. Auch diese Maschine wird ab 1956 wegen der Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit als BE683 mit einer 13er Nummer bezeichnet. Als Museumslok hat sie ihre alten Bezeichnungen zurückbekommen. Morgen werden wir zu Ehren dieser Lok, die ihr 100-jähriges Jubiläum feiert, noch zwei weitere betriebsfähige Krokodile hier in Erstfeld haben. Und wir werden mit dieser Dreifachtraktion über den Gotthard fahren. Der 19. Oktober 2019. Im Bahnhof Erstfeld wartet das jetzt 100-jährige Urkrokodil 14253. Nun schon seit 100 Jahren sind Krokodile auf Schweizer Gleisen unterwegs. Die Gotthardbahn wird zur Stammstrecke. Jetzt wird der runde Geburtstag mit einer regelrechten Krokodilparade gefeiert. Die beiden Grünen rollen vor den Zug. Drei Krokodile vor einem Zug. Wann hat es das zuletzt gegeben? Eine Antwort haben wir dafür nicht bekommen. Der Sonderzug ist natürlich ausverkauft. Er wird von Erstfeld nach Bellinzona und wieder zurückfahren. Vor der Abfahrt sind die drei Krokis von Fotografen umlagert. Jeder möchte das einzigartige Erlebnis festhalten. Ausfahrt.